So, weiter geht's durch die Mission. Jetzt verstehe ich, wie ich Müller erwischen konnte. Mit einem guten Schuss vom Flakturm zu seinem Kommandoturm. Aber die Russen hatten sich genährt. Sie schnitten mich von meinem Aussichtspunkt ab. Ich musste die Frontlinie überqueren. An den Okay, jetzt ganz langsam vorausgehen und die Leute ein bisschen entspannter killen. Das ist komisch, und sein Kollege steht, stirbt neben ihm und er... Ich glaube, der wollte sich gerade noch eine Zigarette anzünden. Krass. Hätte ich sogar von der Roten Armee mehr erwartet, naja. Die ballern sich schon cool, ich gegenseitig nieder. Tödliche Teufel, auf uns. So. Ja. Jetzt weiter. Ab unten kann ich ja schlecht, oder doch? Da. Geht doch nach unten. Na, ich geh schon ganz nach unten, wenn schon, dann schon. Munition holen. Okay. Das war doch theoretisch ein 2-1, okay. Und Nummer 2. Mal gucken. Ja. Haha. Ich habe einen Russen getroffen und einen Deutschen. 2-1 Kill, also nicht schlecht. Den Deutschen zwar nur am Bein, aber dennoch gut. 1. Schade, hätte 2-1 Kill sein können. Jetzt vielleicht? 1? Ah, okay. Doch nicht. Oh, X-Ray. So ein harter Treffer. Abwarten. Oh. Kopf. Das war auch hart. Der Schuss war auch mies. Nachladen. Okay, da geht's nicht lang, dann geht's da lang. Da hoch. Wo fallen da drüben? Und woher sehen die mich? Oha. Aua.
aufladen. So, wer war... Hallo? Steht da noch immer oder was? So, das war jetzt echt mies. Ich hatte echt schon bessere Kills. Das muss ich echt sagen. Da war ich schon mal besser. Eigentlich wollte ich nicht die Thompson raushauen, aber okay. Hat auch noch geklappt. So, jetzt die Thompson rausholen, um vielleicht ein bisschen leiser zu sein. Wenn ich drin bin. Aha. Oh geil. Das war wieder mal ein Kill, den ich gar nicht gewollt habe. Also echt, ich hatte echt Glück. Ich cheate nicht, Leute, ich habe echt Glück. Ohne Spaß. Ich habe da echt Glück bei diesen Treffern, ey. So, jetzt geht's da nach oben, denke ich. So. Ja. In die Richtung. Ah. Da geht's nach hoch, wie das aussieht. Ja. Hoffen wir mal, dass... Okay. Scheiße, das war jetzt knapp. Jetzt aber. Hört doch. So, da geht's gar nicht lang, da muss man doch in die Richtung gehen. Oh Mann. Aber will ich nur aufs Dach, mehr nicht. Oh gut. Bin ich schon mal dort. Darf ich nur noch auf die Seite hingehen? Und auch kein großartiges Problem, finde ich. So. Wenn ich jetzt ein bisschen aufpasse mit der Railroad, macht mich keinen großen Stress. Und zeugt ein paar ruhige Kills. Ah. Oh shit.
So. Ja, ich muss da hingucken. Also steht noch nicht raus, aber auf dem Haus. Ah. Ah, ich glaube, ich muss runter. Ja. Okay, jetzt darf ich den Müller, glaube ich, töten. Ja. So, jetzt gucken wir mal. Unser Gewehr gute Arbeit leistet. Kurz gucken. Wohin geht er? Und jetzt ein Doppelkill verursachen, hoffentlich. Ja, ja. Eins. Zwei, noch ein Doppelkill. Und noch ein paar Kills. Einfach so aus Spaß. Okay, jetzt reicht's aber. Jetzt sollte ich abhauen. Aber wirklich. So, wo geht's raus? Den Ausgang. Ja, aber nicht dort. Dort runter. So. Gut. Ah, scheiße, mit der Thompson habe ich nicht mehr viel. Gut. Willst du sterben? Scheiße. Hä? Wie hat er das überlebt? Das kann er gar nicht überleben. Naja, wenigstens wäre er rot. Guck mal, was hat da? Was ist da drin? Ah, Gewehr. Gewehr brauche ich nicht unbedingt, das brauche ich noch nie in einem Sinn. Extra noch Munition für das Gewehr. Was ist, wenn ich einfach mal abhaue? Scheiß auf die Feinde, ich hau einfach ab. Ich könnte es überleben. Ja. Ah, gerade noch so. Geschafft. Jetzt ist auch Müller tot. Das habe ich jetzt auch geschafft. So, wie geht's weiter? Das letzte Ziel war Wolf, aber ich hatte keine Ahnung, wo er sich versteckte. Ich wusste, dass die Russen einen Sonderbefehlsposten in Ost-Berlin hatten. Vielleicht stand er mit ihnen in Kontakt. So Leute, das ist jetzt erst... Ich mache jetzt erstmal einen kleinen Aufnahmestopp. Wir sehen uns dann hier weiter. Bis dann, euer Von Schwan.